Ich würde jetzt einfach bloß nur kurz erklären, wie ich so einen Unterricht ablaufen lasse. Hier, ja, habe ich so eine PowerPoint-Präsentation, wie sie dann am Schluss ausschaut. Also das ist quasi das Tafelbild. So schaut sie aus, wenn sie in Entwurfsansicht ist. Weil das Problem ist bei PowerPoint, wie kriege ich das nacheinander animiert? Also wie kriege ich zum Beispiel, dass dieses AB-Quadrat auftaucht und nicht gleich die ganze Zeile dahinter auch. Da gibt es keine Lösung dafür. Ich kann in einem Textfeld nicht verschiedene Bausteine nacheinander animieren. Ich kann immer ein Textfeld und wenn ich dann verschiedene Eingabetasten drückt habe, dann kann ich Zeile für Zeile animieren. Aber ich kann in einer Zeile nicht animieren. Das mache ich mit Lückentexten. Und zwar lege ich über das, was später animiert oder später erst erscheinen soll, einfach weiße Textfelder, also mit weißer Füllung. Und lass sie dann rausfliegen. Versteht man das? Das heißt, es kommt quasi eine Zeile, am Anfang kommt der erste Schritt, eigentlich sind schon alle da, aber über den anderen Sachen sind noch verdeckte Felder. Und dann kommt quasi der nächste Schritt, wird rausanimiert und der nächste Schritt wird rausanimiert. Das hier ist dann einfach in Dynageo ein Screenshot eingezeichnet oder halt ein Screenshot verwendet, reinkopiert und der animiert und dann mache ich es auch schrittweise. Also wenn ich jetzt dann drei Punkte jetzt einzeichnet habe im Koordinatensystem, mache ich einen Screenshot, füge das ein, animiere es. Dann mache ich weiter, mache wieder einen Screenshot, lege es genau drüber, animiere es. Und somit schaut es aus, als würde ich das Ganze entwickeln. Snipping-Tool ist da der Trick. Das ist so ein Standard-Tool, das man eigentlich bei allen Windows-Programmen dabei hat. Da kann man das direkt drüberlegen, drüber ziehen, rüber kopieren. Wirklich, es hört sich vielleicht ein bisschen strange an, aber das ist in 0, nix. Ich habe immer früher in Zwischenablage reinkopiert, bei Paint geöffnet, ausgeschnitten, Rechtsklick kopieren, rüberzogen, war deutlich länger. Mit Snipping-Tool geht es viel, viel angenehmer. Eine fertige Präsentation schaut dann so aus. Also Überschrift, dann kommt das erste Dynageo, dann das zweite und so weiter. Und ich vertexte das jetzt einfach. Also ich animiere, ich überlege mir vorher, was will ich nach und nach erklären. Baue mir mein Tafelbild eben mit Dynageo, mit PowerPoint auf. Hat man das jetzt hier gesehen? Da sind jetzt die Textfelder zum Beispiel, kommen das die XB-XA, hier YB-YA. Einfach damit ich dem meinen Redefluss da gerecht werden kann, kommt es halt nachträglich animiert und dann wird das Ganze zusammengefasst. Und so schaut es dann aus, wenn ich das Ganze entwickle. Und so schaut es aus, wenn das Video fertig ist. Gefüllte Bildschirm jetzt. Genau. Kann man sich's vorstellen? Könnt ihr theoretisch dann nachher noch weiter gucken. Es ist immer so schwierig, dann eigene Videos immer noch mal anzugucken. Beneidet da meine Schüler manchmal nicht drum. Aber wenn jemand das an der Tafel filmen will oder zum Beispiel, oder ich könnte mir vorstellen, ich muss dazu hinausgehen, dann brauche ich praktisch eine Filmausrüstung. Irgendwie muss ich das mit dem Stativ filmen und da das komme ich gleich dazu. dann. Das habe ich auch versucht. Ja. Ja, aber genau zwei Videos, die nie veröffentlicht worden sind. Also. Gute Präsentation ist einfach, ich mache immer alles Schriftgröße 24 pt, alles was drunter ist, ist einfach zu klein, sieht man im Klassenzimmer nicht. Die Animation wie ein Tafelbild, eigentlich ist es ja kein Hokuspokus. Das, was man sich an der Tafel überlegt, das schreibt man als nächstes hin, kommt einfach als neues Textfeld. Was als nächstes kommt, kommt als neues Textfeld und man kann halt viel schöner veranschaulichen, neue Bilder reinbringen und so weiter. Da sollte man einfach auch keinen Hokuspokus machen. Also man hat zwar auf der Folie viel Platz, aber je mehr man da vollstopft, desto unübersichtlicher wird es. Also man sollte das einfach so halten, wie man einfach ein Tafelbild auch macht. Und deswegen meine ich auch, dass es immer noch recht einfach ist, weil das, was ich an Tafel kriege, kriege ich eigentlich mit Textfelder auch hin. Ich muss nur dabei bleiben. Ich darf nicht anfangen, dann noch irgendwelchen, die Farbe mache ich jetzt noch, verändere ich und wenn ich auf den Mausklick, dann dreht sich es nochmal mit ab. Das macht das, was an Arbeit ist. Schaut zwar schön aus, aber wirklich bringen tut es nichts. Einfache Animationen. Am Anfang habe ich immer so Purzler drin gehabt. Das war toll bei den Schülern, das hat ihnen mordsgut gefallen, lenkt halt komplett vom Thema ab. Eine Folie, ein Tafelbild. Also das heißt,
dadurch, dass ich ja das Schlussbild abschreiben lasse, muss das Schlussbild das Tafelbild sein. Ich kann zwar Herleitungen über noch zwei Folien machen, aber das Schlussbild sollte eigentlich alles beinhalten. Das grenzt mich dann auch auf meine 5 bis 8 Minuten oder 5 bis 7 Minuten beim Video ein, dass ich das einfach kurz und knapp halte. Eine Herleitung, ein bisschen Text dazwischen. Genau. Einheitliche Struktur, das ist nicht nur ein Kriterium, sondern das ist das, was mir unglaublich Stütze gibt, dass ich mich nicht erinnern muss, in welche Farbe zum Unterstreichen verwendet man denn jetzt gerade in der Klasse, sondern ich gehe einfach zwei Tafelbilder zurück und gucke einfach, wie die Struktur war, kopiere das rein und ich habe durchgehend dasselbe Format. Didaktische Reduktion ist wichtig, dass man da einfach nicht übertreibt. Irgendwann, wenn man PowerPoint fit ist, kann man die so voll spachteln, das ist unglaublich, habe ich auch gemacht, hat nicht funktioniert. Tipps und Tricks, wie man toll arbeiten kann, die hat mir meine Frau beigebracht, die kennt sich ein bisschen besser aus mit PowerPoint. Und zwar einfach, um Textfelder zu vergrößern, die Shift-Taste drücken und dann auf die Cursor-Tasten. Dann macht man Textfelder automatisch größer, muss man nicht so ganz publik ziehen. Oder wenn man Textfelder klein verschieben will, STRG-Taste und dann drücken. Weil meistens ist es ja schwierig, ein Textfeld genau an die Stelle hinzukriegen, wo man es will. Einfach mit den Cursor-Tasten ein bisschen spielen und auf STRG drücken, dann kann man es ganz minimal hin verschieben. Oder die Kombination aus beiden draus, wenn ich Shift und STRG halte, dann kann ich meine Textfelder ganz minimal größer und kleiner machen. Das ist vor allem für diese weißen, überlagerten Textfelder ganz geschickt. Also wenn ich halt in der Wurzel dann ein Textfeld drüber haben will, soll ich ja die Wurzel noch nicht verdecken. Also muss ich die ganz minimal klein machen, dass sie genau reinpasst. Copy und Paste, glaube ich, brauche ich nicht mehr groß erklären. Oder Steuerung gedrückt halten und Felder anklicken, dann kann ich sie zusammenfassen. Also wenn ich will, dass 3 Textfelder gleichzeitig rausfliegen, mit Steuerung anklicken nacheinander und dann eine Animation anwählen, dann werden die gleichzeitig verschwinden. Okay, das wären Tipps und Tricks und jetzt komme ich zum eigenen. CamStudio, das ist das Programm und das Einzige, was man da machen muss, ist das Runterladen. Da muss man ein bisschen aufpassen, gut, dass Sie sich gut im IT auskennen. Bitte auf benutzerdefiniertes Installieren gehen, denn da verbergen sich Toolbars dahinter. Kennen Sie das? Es gibt doch diese schnelle Installation und benutzerdefinierte. Unbedingt auf benutzerdefinierte klicken, dann kann man nämlich die Avast-Toolbar ausschalten und die andere Toolbar ausschalten und die automatische Benachrichtigung ausschalten. Es gibt kaum kostenlose Screencast-Software. CamStudio ist eine ganz alte, aber eben kostenlos und deswegen verwende ich es noch. Dazu kann man auf der Homepage auch gleich den Lossless-Codec runterladen. Der schafft es nämlich, die Filme so zu codieren, dass sie nicht wackeln, dass sie nicht flittern oder sonst irgendwas. Also die schaffen es einfach, jeden Bildschirm, egal mit welcher Auflösung, so zu kodieren, dass sie auch tatsächlich als Film rüberkommen. Dann nehme ich die PowerPoint, die ich vorher erstellt habe, meinen Bildschirm und dann drücke ich auf Start. Also auf diesen, schauen wir mal, ob das jetzt hier funktioniert. Stift. Einfach auf diesen Knopf hier drücken. Ne, hat nicht funktioniert. Einfach auf diesen Knopf drücken, dann verschwindet das Programm unten drin und alles, was ab jetzt passiert, wird gefilmt. Und irgendwann, wenn ich fertig bin, gehe ich in die Taskleiste rechts unten rein, öffne das Programm wieder, drücke auf Stopp, Film fertig. Was man dazu braucht, ihr habt es vorher schon angehört gehabt, ihr habt mir irgendwann dann mal für 35 Euro ein ganz gutes Mikrofon gekauft. Weil der Ton, den ich da am Anfang hatte, war von einem Headset mit so einem Bollen vorne dran. Das hört man, das ist einfach ein ganz ungute Geräuschentwicklung, aber da ich meine Videos fast nie zweites Mal angeschaut habe oder selten überhaupt einmal angeschaut habe, ist mir das nicht so aufgefallen. Das habe ich dann von so einem Uni-Professor, der auch Flip Classroom macht, Christian Spannagel, der hat mich da drauf gebracht, ich soll mir da so ein USB-Mikro kaufen, das einfach hier oben hinzuklippen und dann kann man das überall verwenden. Hier nehme ich jetzt einen Screencast auf, das Mikrofon von meinem Tablet hier ist so gut, da brauche ich jetzt dieses Mikro nicht. Dann brauche ich einen Windows Movie Maker, der ist auch kostenlos. Und zwar, wenn ich auf Start drücke, wird ja zuerst der Bildschirm gefilmt und dann erst kommt die Präsentation. Das heißt, mein Video startet eigentlich immer zu früh. Ich kann ja nicht auf der Präsentation auf Start klicken, weil dann 2 Videos da sind. Ja? Und deswegen muss ich immer den Anfang wegschneiden. Genauso muss ich den Schluss kurz wegschneiden, weil ich die Software ja wieder hochholen muss und auf Stopp drücken muss. Wie man das umgehen kann, zeige ich dann gleich. Und dann lade ich es bei YouTube hoch. Und die Software macht eigentlich nichts anderes. Start, Stopp, fertig. Und dazwischen liegt eigentlich nur unser Bildschirm und unsere Stimme. Record, Präsentation, Kommentieren, Doppelklick in die Symbolleiste. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn diese Symbolleiste unten nicht anzeigt wird, dass man auf den Pfeil geht.
dass alle Symbole angezeigt werden und erst dann kann man es wieder öffnen, weil die verschwindet automatisch unten rein und ist nicht mehr so leicht zu öffnen. Also da muss man wirklich ein bisschen gucken. Dann auf Stopp, Dateiname eingeben und dann ist das Video fertig. Also im Zielordner muss ich halt noch angeben, wo ich es hinhaben möchte und dann schneide ich es noch. Was ich mir jetzt noch dazu genommen habe, sind einfach zwei Bildschirme. Dann habe ich einfach den Bildschirm erweitert und habe einen zweiten hier hingemacht. Das Tolle nämlich daran ist, dass man CamStudio sagen kann, ich will vorher auswählen, welchen Bildschirm ich filme. Also, die Präsentation läuft auf meinem rechten und auf dem linken sind all meine Materialien. Dann sage ich, nur der rechte Bildschirm wird gefilmt, wo die Präsentation schon an ist. Dann brauche ich nichts mehr zusammenschneiden. Wisst ihr, wie ich meine? Ich kann dann quasi auf der linken Seite auf CamStudio klicken, juckt rechts nichts. Ich kann mein Taschenrechner, meinen grafikfähigen Taschenrechner hier vorbereiten, den ziehe ich dann einfach ins Bildschirm rein. Oder ich kann eine Homepage dann einfach noch auf den Bildschirm ziehen. Aber es wird immer nur das gefilmt, was rechts ist, ermöglicht mir eben den Anfang und das Ende, dass ich es nicht mehr schneiden muss. Und eine geräuschlose Maus. Ja, das hat mich halt auch genervt dann irgendwann, wenn ich in meinen Animationen ständig draufklickt habe und die Maus halt immer Klick gemacht hat. Da hat man dann quasi während meinen Videos die ganze Zeit im Hintergrund immer das Geklick gehört. Also habe ich mir eine geräuschlose Maus gekauft, wo man dann eben nicht hört, wenn man draufklickt. So habe ich angefangen. Ich habe meinem Schwiegervater gesagt, er soll mir bitte in die Wand ein Stativ einbohren, dass ich mir eine Kamera reinmachen kann, um dann das, wie eine Dokumentenkamera eigentlich, um dann abzufilmen. Die Dübel sieht man nicht, aber die waren so lang, weil eine Rehgipsplatte dahinter war. Die Wand ist mittlerweile komplett versaut. Also da werde ich wahrscheinlich irgendwas machen müssen, damit ich bei der Miete nicht irgendwie alles nachzahlen muss. Und ich habe das Video nie verwendet, weil die Qualität miserabel war, erstens. Zweitens musste ich erst alle meine Videos konvertieren, weil natürlich meine Kamera kein Format von Windows Movie Maker unterstützt. Also erstmal einen langen Konvertierungsprozess. Und dann habe ich meistens meine Videos erst am Abend gemacht. Also musste ich ein Licht aus der Richtung bringen, dass ich selber keinen Schatten werfe, wenn ich drauf bin. Katastrophe. Ja. 2 Tage bin ich an diesem Video gesessen und es hat am Schluss noch miserabel ausgeschaut. Und dadurch, dass ich dann so viel konvertieren musste, hat man eigentlich auch keine Karos mehr gesehen. Also, das war dann ziemlich schnell gestorben. Und irgendwann habe ich mir dann einen zweiten Bildschirm gekauft und dann kam das. Weiß auch nicht warum. Plötzlich hat einfach der Bildschirmsflackern angefangen. Ja, rauf und runter, rauf und runter. Obwohl eigentlich bei meinem Bildschirm nichts geflackert hat. Durch Recherche bin ich dann draufgekommen, okay, dann muss man einen richtigen Codec installieren und das ist eben dieser Lossless-Codec. Oder so hat es dann ausgeschaut. Plötzlich stand es dann auf dem Kopf. Ja, dann habe ich endlich mal rausgefunden, okay, der Codec könnte auch gehen. Plötzlich stand das Video auf dem Kopf und hat geflackert. Ja, also ich hätte Nerven verlieren können. Und wenn dann aber alles funktioniert, dann schaut ein Video so aus. Nur da ist jetzt halt noch der Ton schlecht. Da habe ich mir dann eben das Mikrofon dazu gekauft. Aaron Sams und, jetzt fällt mir der zweite Name nicht ein, noch einer aus Amerika, das sind so die Pioniere bei Flipped Classroom. Die machen das seit 2005, muss man sich mal vorstellen. Die sind ihre Zeit weit voraus gewesen. Der war in Marburg bei dieser Inverted Classroom Tage und der hat gesagt, do you need it perfect oder do you need it by Tuesday? Ja. Dementsprechend habe ich jetzt einfach auch mal angefangen, meine Videos zu machen. Ich glaube, wenn ich es perfekt machen wollte, hätte ich heute noch kein einziges Video. Mir gefallen die heute nicht. Ich kann heute jedes Mal noch in ein Video reinkommen und sagen, mach mir Notizen, bitte nicht zu schnell reden. Da einen Schluck Wasser vorher trinken, das hört sich nach einer Krächzenstimme an. Die Schüler juckt es nicht. Die waren mit dem ersten Video, das ich heute mich schäme, mir jemanden zu zeigen, waren die begeistert und haben mitgemacht gehabt, weil sie auf eine andere Art und Weise gelernt haben. Und die Effekte geben dem Ganzen recht. Ich schaue mir meine Videos einfach nicht mehr an und gut ist. Und wenn ich dann doch irgendwas erfahre, was ganz schief gelaufen ist, dann versuche ich es halt zu ändern. Kriterien an ein gutes Video, der Ton mit 3 Ausrufezeichen. Ich glaube, es ist weniger wichtig, wie es didaktisch aufbereitet ist, aber wenn der Ton krächzt, dann guckt es kein Schüler mehr an, glaube ich. Ich nehme es alles an einem Stück auf. Ich schneide auch nachher nichts mehr raus. Wenn ich mich zwischendrin verhaspel, gehe ich auf Stopp und fange nochmal von vorn an. Ich finde, man sollte sich halt eine Natürlichkeit bewahren. Und das kommt einfach bei den Schülern besser an. Ich habe das eine Video, was auf meiner Homepage ist, so ganz am Start zentral, da habe ich mir einen Text vorgeschrieben und das merkt man halt einfach. Also das ist halt so, so völlig neutral. Hier kann man ein bisschen mehr, ist automatisch mehr Emotion dabei. Genau, keinen Text vorschreiben. YouTube-Isierung habe ich deswegen gemacht, einfach weil es meinen Schülern gut gefällt. Das ist mitten in ihrer Welt angetroffen. Also ich würde Vimeo nicht machen, weil mit dem kennen sie sich nicht aus. Bei YouTube kennen sie sich aus. Die abonnieren mich automatisch, obwohl ich sie nicht verpflichte und das wird einfach spielerisch gelöst. Länge 5 bis 7 Minuten finde ich ein ganz wichtiges Kriterium. Lieber ein Video splitten.
Also wenn ich was habe, was lang dauert, dann mache ich zwei Videos drauf und mache auch 2 Stunden draus. Weil jede Stunde, die man, also wenn man 15 Minuten Video macht, hätte ich dafür 2 Stunden Unterricht sowieso gebraucht. Also mache ich halt gleich 2 Stunden draus. Übrigens von der Essenz, ich habe einmal eine Parallelklasse gehalten. In der einen Klasse habe ich Flipped Classroom mit einem 7-Minuten-Video gemacht. In der anderen mit derselben Präsentation, die ich ja immer noch habe, habe ich es einfach im Unterricht erklärt. Die 7-Minuten-Video war keine Frage. Bei den anderen habe ich 30 Minuten gebraucht, bis alle so weit zufrieden waren, dass wir weiterrechnen konnten. Einen Stil finden, finde ich wichtig. Ihr werdet, wenn ihr euch noch ein bisschen weiter durchklickt durch die anderen, man merkt einfach, ob manche Videos gut sind oder nicht. Die einen, die schlafen schier ein beim Erzählen. Meine ersten Videos, das bin ich, glaube ich, fast auch selber eingeschlafen. Mittlerweile versuche ich einfach ein bisschen Spannung zu erzeugen, ja, ab und zu mal einen Wackler reinzumachen oder irgendwas Doofes zu sagen. Aber dass es eben nicht ja, so ein Leierton wird, sondern dass auch manchmal einfach ein Versprecher drin ist und den tut man sich dann witzig wieder korrigieren. So, jetzt sind wir bei der Software. Es gibt noch Screencast-O-Matic, ist auch noch eine kostenlose. Da kann ich direkt von der Software, also vom Browser aus, den Screencast starten. Also ich drücke hier tatsächlich nur auf Start Recording und dann geht's los. Im Browser drin. Aber ich kann diese Software auch runterladen. Dann kann ich es genauso aufnehmen. Das Tolle bei Screencast-O-Matic, da kann ich mein eigenes Gesicht unten reinpflegen. Also wenn ich jetzt Screencast-O-Matic verwenden tät, würde er mich fragen, Webcam verwenden? Da würde ich sagen, ja. Dann filmt er mich quasi und rechts unten bin ich die ganze Zeit noch zu sehen. Die einen schwören drauf und sagen, der persönliche Kontakt ist an deinem Video auch da. Ich persönlich, ich habe keine Lust, mein Zimmer jedes Mal so aufzuräumen, dass man den Hintergrund sehen kann. Und zweitens möchte ich mir nicht dann meine Joggingjacke ausziehen müssen, wenn ich am Abend noch ein Video mache, bloß weil ich dann noch zu sehen bin. Also ich mag es nicht. So schaut es dann aus. Das Menü von Screencast-O-Matic. Ähnlich leicht zu bedienen, schaut ähnlich gut aus, nur dass es eben eine Webcam gibt und dass man eben also das Fenster selber einstellen kann. Man muss auch nie den ganzen Bildschirm filmen, man kann auch immer nur ein Fenster oder einen Ausschnitt. Ja? Gerade bei IT-Programmen ist das zum Beispiel sehr, sehr hilfreich. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Leiste oben bei Word erklären möchte, ja, dann langt es ja, wenn ich dann das Fenster oben mache. Das tue ich gar nicht installieren, oder? Wenn ich das so lese, sondern das. Ich habe es noch nie probiert vom Browser selber zum Starten. Ich installiere das immer alles selber, weil mir das zu blöd ist, wenn das quasi im Internet mitläuft. Weil wenn es auch über den Browser läuft, dann sammeln die auch dort die Daten. Also tue ich lieber die Datei runterladen und die Geht Software beides. installieren. Es geht beides, genau. Nur das ist die einzige, wo man es theoretisch auch on the go quasi machen könnte. Und das ist der absolute Streber, Camtasia Studio. Das kann einfach alles. Das nimmt jedes Format, das wandelt alles um. Man kann dann direkt da unten drin kann man auch gleich wunderbar alles verformen, die Audiodateien hin und her schieben, man kann Texte hinzufügen, zweite Videos mit einfügen, gleich direkt schneiden. Es ist wirklich toll zum Arbeiten. Nur dann brauche ich halt nochmal eine Stunde länger, weil das so viel Spaß macht. Also ich bin da lieber auf Play und Stopp, habe mein fertiges Video. Weil wenn ich danach dann anschauen täte, wo sind die Haspel drin, was könnte ich schneiden und so weiter, dann brauche ich die wieder viel zu lang. Wie Wer kostet oder? kostet, glaube ich, 200 oder 300 Euro. Also es ist nicht zu knackig. Und ich habe halt angefangen, ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie lange mir diese Videogeschichte geht. Ich kaufe mir jetzt nicht Software für 800 Euro. Also fange ich mit nur kostenlos an und ich bin bis heute dabei geblieben und es hat jetzt nicht geschadet. Screen Customatic ist kostenlos. kostenlos. Ja. Ja, es gibt, wenn man das dann installiert auf dem PC, dann öffnet sich jedes Mal erst ein Fenster mit einem ganz großen Button Plus-Version kaufen und dann rechts unten ohne Plus-Version arbeiten. Das muss man halt dann anklicken. Aber sonst ist es kostenlos. Was auch noch gut ist, das habe ich nur noch nicht so ausführlich probiert, ist eben dieses PowerPoint Mix, dass ich, wo man hier auch sieht, Quizzes, Video, Apps, dass ich da direkt Quizze in PowerPoint reinfügen kann und meine Präsentation direkt vom PowerPoint ausfüllen. Habe ich noch nicht ausprobiert, soll aber auch gut funktionieren. Nur da ist wieder das Problem, dass dieses Video bei Microsoft landet. Also ich kann es nicht zu YouTube exportieren, glaube ich. Habe ich noch nicht geschafft, auf die Schnelle. Und Explain Everything, mein neuer Liebling. Das, was quasi eine interaktive Tafel ersetzt auf dem Tablet oder auch natürlich auf einem ganz normalen Monitor, wo ich dann drauf schreiben kann und das aufzeichnen kann. Explain Everything ist eine App, kostet 2,99. Das ist die einzige Version, die ich kenne, wo man gut auf iPad oder auf Apfelprodukte Screencast machen kann. Alles, Cam Studio funktioniert da nicht und Screencast-O-Matic funktioniert, glaube ich, auch nicht, weil.